Von Bolivien bin ich dann direkt auf Argentinien eingereist. Das Wetter nach Chile war so schlecht, dass ich mich entschlossen habe, auf der Argentinier-Seite Richtung Feuerland runterzufahren. Etwa 100 Kilometer vor Tucumán habe ich ein paar Argentinier-Töfffahrer getroffen. Wir sind spontan miteinander zu Mittag gegessen und sie haben mich gerade eingeladen, bei ihnen zu Hause zum Übernachten. Das habe ich natürlich gerne angenommen. Der German, übrigens mit Schweizer Abstammung, hat mir dann für meine Route noch ein paar wertvolle Tipps geben. Er selber hat vor 2 Jahren mit seiner Frau und mit dem gleichen TÜV die gleiche Route gefahren wie ich, aber hin und zurück und das in einem Jahr. Richtung Süden ist es dann unheimlich kalt geworden. 8 Grad minus war der Rekord gewesen. Nach Bariloche habe ich dann meine Route geändert und bin von den Anden weg an die Ostküste, wo es dann auch erheblich wärmer war. Unglaubliche Weiten haben sich mit unglaublichen Weiten abgewechselt. Oder anders gesagt, es ist eine recht langweilige Fahrt geworden. Man hat nur noch Steppen gesehen, und zwar das tagelang.